will see. Hallo Leute, herzlich willkommen. Und zwar sind wir jetzt schon auf der Probefahrt. Wir, also ich und niemand. Genau. Was ihr da kontrollieren müsst, habe ich euch ja schon mal im Gebrauchkaufcheck Teil 2 erklärt. Bremsen, Gas, dies, das. Ich bin mal gespannt, was wir hier noch so heute rausfinden. Als erstes muss aber getankt werden. Ja, das mache ich jetzt als erstes und dann können wir mal ein bisschen auf die Bahn gehen, ein bisschen bremsen. Auch Höchstgeschwindigkeit spielt eine entscheidende Rolle, Beschleunigung spielt eine entscheidende Rolle, weil nur wenn das Motorrad wirklich fit ist, dann beschleunigt das vernünftig, dann bremst das vernünftig und auch die Endgeschwindigkeit, sonst erreicht sie die gar nicht. Jo, hallo? Hallo, ich bin's. Ja, was ist los? Wo ist mein Motorrad? Ja, gerade auf einer Probefahrt bin ich. Warum hast du eine Probefahrt? Hast du das nicht beim Kauf gemacht? Nee, das war beim Kauf nicht richtig möglich, weil die nicht angemeldet war. Und ja, ich habe die dann erstmal so gekauft, weil alles andere soweit gepasst hat. Ach du Scheiße, Junge. Ich hoffe, ist alles gut mit meinem Bella. Na, hoffen wir mal, ne? Dass da nichts mit ist. Hoffen wir mal, du sagst das so locker. So ist doch egal, oder was? Naja, ich habe noch eine andere Frage. Können wir das Licht ein bisschen anders machen? So wie Zinger und so ein bisschen blau-weiß? Und vielleicht noch ein bisschen folieren das Motorrad? Ein anderer Motor vielleicht auch noch? Was meinst du? 160 PS? Ich dachte, das wäre gut. Oder sollen wir von S1000... Und das war ein Scherz, Alter. Ja, wir können gucken. Ich habe Öl, Brennflüssigkeit, Simmerringe und sowas habe ich schon bestellt. Wenn du noch Folie haben willst und das Motorrad folieren willst, dann gucken wir nachher mal was. Okay, danke, mein Freund. Ja, okay, alles klar, bis später, ciao. Hindsight is bleeding, when your heart's bleeding, and all you can see is red, till you discover it is with it. Also, es gibt doch ein Problem mit dem Motorrad. Hä? Gerade getankt, Alter. Und zwar das Problem ist folgendes. Wenn ich im ersten Gang oder allgemein in allen Gängen, nur hier sieht man das am besten, anfahre. So, ich gebe ein bisschen Gas und jetzt lasse ich die Kupplung kommen. Ja, das hat man mittelmäßig gehört, aber dann knallt das immer im ganzen Getriebe einmal, beziehungsweise ich glaube in der ganzen Kupplung. Bei der Kupplung habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich keinen definierten Schleifpunkt habe und dass die manchmal dann so reinklackt. Übrigens ein neuer Gebrauchkauftipp, mal sehen, vielleicht mal in Teil 3. Sucht euch eine Strecke, und das geht leider nicht immer, ich weiß das, wo es sehr holprig ist. Weil da hat das auf einmal angefangen zu klackern und ich dachte so, wieso klackert das Ding denn jetzt, ne? Aber ich kann ja weiterreden, oder? Ja, nee, komm, warte, geh mal runter. Also, ich habe mir gedacht, warum klackert das Ding denn jetzt vorne?
So, dann habe ich schon gedacht, Lenkauflager, nee, war es nicht. Dann habe ich gedacht, Bremsscheibe, nee, war es auch nicht. Ja, und dann habe ich geguckt. Und waren das die Bremsbeläge? Die sind einfach nur so drinne und normalerweise ist da so eine Platte zwischen. Seht ihr auch in den Explosionszeichnungen, habe ich euch auch schon alles erzählt. Habe ich auf der Suzuki-Ersatzteile-Liste nachgeguckt und da sieht man in der Explosionszeichnung, oder ich weiß das von meiner Honda auch, von meiner Hornet, dass da, wie soll ich sagen, ja, da kommt noch so eine Platte zwischen, damit die nicht so rumschwabbeln. Ja, das ist mir da schon aufgefallen, aber es fällt einem halt, ja, wer hat denn immer eine Strecke zur Verfügung, wo man sich nicht auskennt, man fährt irgendwo hin, guckt sich ein Motorrad an und dann, ja, ja, wo ist denn hier eine holprige Strecke? Wo ist denn hier eine Landstraße, wo ich Kurven fahren kann, um das Fahrwerk mal so ein bisschen, ne, zu checken? Und am besten noch eine Autobahn, damit ich mal im VMAX kontrollieren kann, ob der Motor wirklich vernünftig durchläuft, hochzieht, Endgeschwindigkeit erreicht. So, ich kann euch das nicht sagen. Bei mir ist das halt immer so 70%, 80%, 90% vielleicht findet man. Also klar, man guckt sich Bremsen an, ihr wisst, was ich meine. Aber zu 20% kauft man halt noch die Katze im Sack. Jetzt können wir mal eben checken, ob die vernünftig durchzieht. Ich weiß gar nicht, in welchem Gang ich bin, aber das ist immer das Gleiche. Ah! Ah, ist der fünfte, glaube ich. So, 284 ist echt schwer in Ordnung. Jetzt geht das nämlich hier schon wieder bergab, aber an dem Punkt, wo ich 284 hatte, war ich noch in der Ebene. Ganz gut eigentlich. Vor allen Dingen, ja okay, die Jacke ist relativ aerodynamisch. Das spielt ja auch immer alles eine Rolle. Ich muss mal gucken, wie ich das irgendwie mal alles auf einen Punkt bringen kann. Aerodynamik, Gewicht des Fahrers, bla bla bla. Aber ist gut. Also 284 mit so einem 100 Kilo Fettsack da drauf ist echt in Ordnung. Der Tank ist dafür nicht ganz voll. Ich habe nur 12 Euro getankt, also 7, 8 Liter sind jetzt drin. Wir haben also ungefähr 190 Kilogramm jetzt mit dem Fahrzeug und circa 2,90 würde ich sagen, ist der fahrfertige Zustand mit mir da drauf. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also, das Klackern vorne der Bremsen, da müssen zwei neue Platten bestellt werden. Das kostet irgendwie 30 Euro. Original Suzuki Ersatzteile ist okay. Dann Fahrwerk, ja, Lenkauflager und so, das ist ja schon mal gut. Das haben wir ja schon mal alles vor Ort getestet. Da wollen wir jetzt keine Sorgen machen. Sonst zum Fahrwerk, eben in den paar Kurven, die ich schon gefahren bin, läuft die Karre gut. Das heißt, was jetzt wirklich nicht mehr vor Ort geht, also im Stand, das ist der Motor. Motor, Getriebe, Kupplung. Das ist das, was nicht geht und was wir eigentlich nicht herausfinden können, wenn wir nicht fahren und bremsen, ne? Wie die so greifen. Aber eine Bremse ist im Prinzip ja nicht kompliziert aufgebaut, also die würde ich dann schon nochmal wieder rausnehmen, weil so, wir haben hier einen Bremszylinder, so, dann gucken wir uns die, dann gucken wir uns die Bremsleitung an, ist die dicht, okay, dann gucken wir uns dann die Bremszangen an, dicht, okay, was soll da jetzt großartig mit sein? Laufen die Kolben vernünftig rein und raus, kann ich das Rad drehen, das kann ich alles im Stand machen, dann bremse ich einmal, ne, los die Bremse wieder. Und im Zweifel, wenn ich dann irgendwann das Motorrad gekauft habe und die bremst nicht vernünftig, so, dann liegt das daran entweder, weil die Bremsleitungen einfach komplett alt sind, könnten die Bremsbeläge sein, kein Weltuntergang. Es könnte sein, dass die Bremsflüssigkeit zu alt ist. Witz, 10 Euro. So. Also von daher, das ist alles nicht das Problem. Bei der Probefahrt ist halt ein Hauptaugenmerk auf dem Motorlauf. Wie schaltet sich das Ding? Wie läuft das vernünftig hoch? Wir können auch mal einfach nur konstant fahren. Beschleunigt vernünftig. Können wir noch mal im Runterschritt. Ja, und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen abfuckt langsam. Oder stört. Das ist das Kupplungsverhalten. So, das ging jetzt. Aber es geht immer nur, wenn ich richtig vorsichtig bin. Wenn ich ein bisschen härter schalte, dann bin ich zu blöd, den Schleifpunkt zu treffen. Nee, glaube ich nicht. Dafür fahre ich einfach zu lange Motorrad. Also ich schalte jetzt immer gerade hoch und einen runter. Hoch, einen runter.
noch einen runter. Ich bin nicht so blöd, den Schleifpunkt zu treffen, sondern er ist einfach irgendwie... Er ist gefühlt... Ja, er ist da eigentlich und auf einmal passiert nichts und auf einmal, bumm, kurbelt das Ding ein. Oh nee, komm, einen hoch erstmal. Also wenn ich ganz sachte schalte, nach oben hier, gar kein Problem. Einen runter, ganz sachte, auch kein Problem. So, runter und weiter, schon ein Problem. Also das ist irgendwie immer so ein undefiniertes Kuppeln. Man kuppelt ein, wie ich es gerade geschildert habe, und dann auf einmal so knallt er da rein und ich habe voll den Schlag in der Kupplung gefühlt. Oder Drehzahl abhängig. Hohe Drehzahl. Aber das ist ja auch, läuft ja schon noch. Ganz komisch irgendwie, ey. Ja. Nochmal, einmal noch. So. So, und jetzt mittlere Drehzahl. Ja, das ist, wie schnell das funktioniert. And I didn't understand that you